Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen zu meinem neuen Video zur Prüfungssimulation für die Prüfung Deutsch B2. Heute simuliere ich die Prüfung, und zwar Teil Nummer 2 der Prüfung, eine Diskussion führen. Ich diskutiere heute nicht alleine, sondern mit meiner Kollegin, Logopädin, Sprechtrainerin, mit der Samantha Fernandes. Alle Informationen über Samantha finden sich hier in der Videobeschreibung. Und heute habe ich noch ein besonderes Anliegen. Ich möchte vielen herzlichen Dank an meinen Sponsor Firma XP Pen sagen. Firma XP Pen unterstützt mich schon sehr lange in meinem Online-Unterricht auf meinem YouTube-Kanal. Und heute möchte ich Ihnen noch ein bisschen zeigen, wie ich online mit der Ausstattung von der Firma XP Pen arbeite. Ich arbeite übrigens mit einem digitalen Tafel, das heißt Artist 12 Pro. Und so sehen meine Schüler auf der Tafel, was ich schreibe. Ich kann perfekt mit meiner Tafel Artist 12 Pro visualisieren und der Unterricht wird dadurch lebendiger. In meinen PowerPoint-Folien kann ich zusätzlich Notizen und Bilder malen. Das macht voll Spaß. Meine Tafel nimmt nicht viel Platz auf meinem Tisch und der Stift braucht keine Batterie und muss nicht geladen werden. Außerdem ist meine Tafel mit Zoom, Skype und Teams kompatibel. Für E-Learning ist das eine unverzichtbare Investition. Den Link zu meiner XP Pen Tafel findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem können meine Kinder noch in der Freizeit darauf verschiedene Bilder malen. Nun simulieren wir die Prüfung Deutsch B2 und zwar eine Diskussion führen. Samantha und ich haben einen Artikel gelesen. Und über diesen Artikel werden wir jetzt diskutieren. Viel Spaß dabei! Hallo Marina, wir haben gerade den Artikel "Ist E-Learning unsere Zukunft?" gelesen. Der Autor des Artikels berichtet ausführlich, wie E-Learning rapid seinen Platz im Bildungssystem findet. In diesem Artikel betont der Autor, dass 30% der Schulen in Deutschland auf Online-Learning umgestiegen sind. Diesen Artikel finde ich sehr aktuell. Und wie findest du dieses Thema, Marina? Das ist ein hervorragendes Thema für eine Diskussion. Einerseits finde ich persönlich E-Learning sehr spannend, weil man nicht mehr zum Unterricht fahren muss. Man spart dadurch seine Zeit, die wir im Bus und Bahn verbringen. Zum Beispiel für seine Hobbys. Was denkst du darüber, Svetlana? Ich stimme dir zu, Marina. Du hast völlig recht. In der letzten Zeit hatte ich auch meinen Deutschkurs online besucht. Die Lehrerin hat während des Unterrichts eine digitale Tafel benutzt. Ich habe mich so gefühlt wie im Präsenzunterricht. Aber weißt du, was mir gefehlt hat? Kaffee trinken in den Pausen, quatschen mit den Kursteilnehmern. Das hatte ich echt vermisst, Marina. Hattest du Erfahrungen mit E-Learning gemacht? Ja, Svetlana. E-Learning ist für mich kein Fremdwort mehr. Auf meine mündliche Prüfung habe ich mich mit Elena Wermuth online vorbereitet. Trotz der Entfernung kann man sich treffen und miteinander sprechen. Online-Learning ist meiner Meinung nach sehr gut für Sprechtraining geeignet. Und meine sozialen Kontakte pflege ich momentan auch online. Facebook, Instagram, TikTok und WhatsApp. Und du? Ich auch. Ich bin sehr aktiv auf Instagram und sehe, was meine Freunde machen. Aber trotzdem
ist Online-Learning für viele eine Herausforderung. Ja, die Internetverbindung ist nicht überall gut. Das stört ein bisschen. Was denkst du? Ja, da stimme ich dir zu. Was mir noch auffällt, nicht jeder ist noch fit, was Computerbenutzen angeht. Bist du auch meiner Meinung? Ja klar, das haben viele wirklich noch nicht im Griff. Nun haben wir über mögliche Vorteile und Nachteile des E-Learnings diskutiert. Ich bin der Meinung, dass E-Learning eine Zukunft hat und später alles nur noch online sein wird. Wie ist deine Meinung? Ich stimme dir zu, Svetlana. Nicht nur Online-Learning, sondern auch alle Online-Berufe sind meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt in der Entwicklung unserer Gesellschaft. Vielen Dank für diese Diskussion. Tschüss! Tschüss!